Rudolf Baumbach, Ranunculus, gelesen von Jasmin Stab. Es war einmal ein junger Magister, der trotz seiner Jugend so klug und gelehrt war, dass die sieben Weisen Griechenlands, wenn sie sich bei einem Besuch der Oberwelt mit ihm in eine Disputation eingelassen hätten, vor ihm dagestanden wären wie die Schulbuben. Selbiger Magister war an einem Frühlingsmorgen ins Freie gegangen, um das Gras wachsen zu hören. Denn auch das verstand er. Und wie er so wandelte im lichten Maiengrün und sah, wie die bunten Wunder der Luft um die Sternblumen flogen und hörte, wie die Grillen im Gras, die Vögel in den Zweigen und die Frösche im Wiesenbach ihr Hochzeitslied sangen, da gedachte er seines Heimatdorfes, das er vor Jahren verlassen, um die hohe Schule zu besuchen, und gedachte auch der kleinen schwarzäugigen Dirne, die ihm zum Abschied ein Herz aus Lebkuchen geschenkt und dabei bittere Tränen vergossen hatte, und es wurde ihm gar wunderlich zumute. Am folgenden Tag schnürte der Magister sein Bündel, nahm seinen knotigen Stab in die Rechte und wanderte, Lust und Freude im Herzen tragend, zum Tor hinaus und in die grüne Welt hinein. Nach 3 Tagen erblickte er hinter blühenden Obstbäumen das blaue Schieferdach seines heimatlichen Kirchturms, und der Wind trug leises Glockengeläut zu ihm herüber. »Ob sie mich wohl erkennen wird?« sprach er zu sich. »Schwerlich, und auch ich werde Mühe haben, in der 18-Jährigen die kleine Grete von damals wiederzufinden. Aber ihre Augen, ihre großen Schlehenaugen, die müssen sie mir verraten. Und wenn ich sie vor ihrer Tür auf der Steinbank sitzen sehe, dann trete ich an sie heran und das Weitere wird sich finden.« Der Magister warf seinen Hut in die Luft und tat einen hellen Jauchzer, dass er vor seiner eigenen Stimme erschrak. Scheu blickte er um sich, ob jemand Zeuge seiner Ausgelassenheit gewesen sei. Aber außer einer Feldmaus, die hastig in ihr Loch flüchtete, war nichts Lebendes in der Nähe. Mit hochklopfendem Herzen hielt der Gelehrte seinen Einzug in das Dorf. Das Glockengeläute war verstummt. Dafür aber erschallte fröhlicher Geigen- und Flötenlaut. Ein Brautzug bewegte sich durch die enge Dorfgasse. Der Bräutigam, ein junger stattlicher Bauer, sah freudig und stolz drein, als ob er den lieben Herrgott fragen wolle, »Wie teuer haltet ihr die Welt?« Die Braut im Schmuck der glitzernden Krone hatte die Augen züchtig zu Boden gesenkt. Einmal aber schlug sie die Lider doch empor. Und die Augen, die großen Schlehenaugen, verrieten dem Magister, wer unter der Brautkrone einherschritt. Und der Arme wandte sich und ging unerkannt den Weg zurück, den er gekommen war. Es war Mittag geworden. Grüngolden glänzte die Flur. Und wo ein Wasser floss, da hatte die Sonne tausend und tausend glimmende Funken darüber gestreut. Die Kreatur freute sich des Lichtes. Dem Magister aber tat es heute weh, und er schirmte deshalb die Augen mit der Hand. So schritt er vorwärts. Da gesellte sich zu ihm ein Wanderer, der wohl schon einen weiten Weg gemacht, denn er sah aus wie eine wandelnde Staubwolke. »Guter Freund«, redete der Fremde den Magister an, »euch blendet das Sonnenlicht, ist's nicht so?« Der Magister bejahte das. »Seht«, fuhr der andere fort, »dagegen gibt's kein besseres Mittel als eine graue Brille, wie ich sie trage. Versucht's einmal.« Und mit diesen Worten nahm er seine Brille von der Nase und überreichte sie dem Magister. Dieser willfahrte dem Manne und setzte die trüb gefärbten Gläser auf. Sie taten wirklich seinen heißen Augen wohl. Die Sonne verlor ihren hellen Schein, die Wiese mit ihren roten und gelben Blumen, die Bäume und Büsche und das Himmelsdach, alles war grau. Und so war es dem Magister eben recht. »Ist euch die Brille feil?« fragte er den fremden Wandersmann. »Sie ist in guten Händen«, erwiderte dieser. »Und ich führe stets mehrere solcher Brillen mit mir. Nehmt sie von mir zum Andenken, Herr Magister.« »Ah, ihr kennt mich also.
Und darf ich fragen, wer ich bin?« ergänzte der Fremde. »Mein Name ist Griesgram. Gehabt euch wohl!« Mit diesen Worten schlug er einen Feldweg ein, und bald war er verschwunden. Der Magister aber drückte die graue Brille fest auf die Nase und zog für Bass. Seit dieser Begebenheit waren Jahre verflossen. Der Magister war ein grämlicher Junggesell geworden und hatte verlernt, sich an der Welt zu freuen. Er ging wohl noch hinaus ins Freie, aber der Bäume Grün und der Blüten Farbenpracht waren für ihn nicht mehr vorhanden. Die Pflanzen riss er aus, trug sie heim und presste und trocknete sie. Dann legte er die Blumenmumien in graues Löschpapier, schrieb einen lateinischen Namen dazu, und das war seine einzige Freude, wenn es Freude zu nennen war. Einstmals kam der Magister auf einer seiner Wanderungen in ein abgelegenes Tal. Darinnen floss ein Bach, der eine Mühle trieb. Und weil er durstig geworden war, so fragte er die alte Frau, die sich vor der Tür sonnte, ob er vielleicht einen Trunk haben könne. Die Alte bejahte dies, lud den Gast zum Sitzen ein und ging ins Haus. Nicht lange darauf brachte ein junges Mädchen Milch und Brot und stellte beides vor den Gast auf den Steintisch. Da wollte es dem Magister vorkommen, als ob das Mädchen nicht hässlich sei, aber durch seine graue Brille konnte er das nicht recht erkennen, und abnehmen mochte er die Brille nicht, weil er meinte, das Sonnenlicht tue seinen Augen weh. Schweigend verzehrte er, was man ihm geboten, und da die Müllerstochter keine Bezahlung nehmen wollte, so drückte er ihr die Hand. Dann ging er. Sie aber schaute dem traurigen Mann nach, bis er hinter den Büschen verschwunden war. Das Wiesental, in welchem die Mühle lag, musste wohl mancherlei seltene Kräuter hegen, denn der gelehrte Magister kam 3 Tage nach seinem ersten Besuch wieder und sprach auch wieder in der Mühle vor. Und so kam er noch öfter und ward bald ein gern gesehener Gast. Der alten Großmutter brachte er Zucker, Kaffee, Schnupftabak und andere sinnige Geschenke mit, und den Müller unterhielt er mit erbaulichen Gesprächen. An das blonde Töchterlein aber richtete er nie ein Wort, sondern begnügte sich, die Schöne zuweilen durch seine grauen Brillengläser anzuschauen. Dann stieß wohl der Müller die Großmutter leise mit dem Ellenbogen an, und die alte Frau nickte mit dem weißen Kopf. Eines Tages, als der Magister die Mühle verlassen hatte und den Saum der Wiese entlang ging, bemerkte er einen Maulwurf, der in der Schlinge hing und sich zappelnd mühte, dem Tod am Galgen zu entrinnen. Der gutherzige Mann trat hinzu, löste den Gefangenen und setzte ihn auf den Boden. Dann gingen Maulwurf und Magister ein jeder seinen Weg. Als der Gelehrte am Abend desselbigen Tages in seiner Studierstube saß, da geschah es, dass eine Fledermaus zum offenen Fenster hineingeflogen kam. Das ist gerade nichts Seltsames. Dass aber auf der Fledermaus ein Männlein ritt, nicht größer als ein Finger, und dass das Männlein abstieg und sich vor dem Magister tief verneigte, das kam diesem sehr wunderbar vor. »Was suchst du hier?« fragte er den Kleinen nicht eben freundlich. »Geh zu einem Fabelschmied und störe vernünftige Leute nicht bei der Arbeit.« Das Männlein aber ließ sich nicht beirren. Es kam näher, setzte sich auf das Streusandfass und sprach: »Weise mich nicht von dir, ich habe Gutes mit dir vor, denn du hast mich heute aus einer üblen Lage befreit. Der Maulwurf, den du aus der Schlinge löstest, das war ich.« »So, und wer bist du eigentlich?« fragte der Gelehrte und musterte den kleinen Mann durch seine Brille. Er war von feiner, zierlicher Gestalt, und wären die Brillengläser nicht grau gewesen, so hätte der Magister wahrnehmen können, dass der Kleine ein grünes Röckchen und eine goldgelbe Kappe trug. »Ich bin der Wiesengeist Ranunculus«, sprach das Gezwerg. »Meine Diener pflegen die Gräser und Kräuter. Die einen waschen sie mit Tau, die anderen kämmen sie mit Sonnenstrahlen und wieder andere führen den Wurzeln Nahrung zu. Die Letztgenannten wollte ich heute Morgen bei der Arbeit belauschen und nahm, um nicht erkannt zu werden, Maulwurfgestalt an.
Bei dieser Gelegenheit geriet ich in die Schlinge, aus der mich deine Hand befreite. Und nun bin ich hier, um dir zu danken und dir einen Gegendienst zu leisten. So, lass hören, sprach der Magister. Du bist ein gelehrter Mann, hub Ranunculus wieder an. Du kennst die Blumen und Kräuter, die auf Wiesen und Bergen, in Wäldern und Feldern wachsen, aber eine Blume kennst du nicht. Welche? Fragte der Magister gespannt. Das ist die Blume der Herzfreude. Nein, die kenne ich nicht. Aber ich, sprach Ranunculus, und ich will dir sagen, wo du sie findest. Wenn du dem Mühlenbach, den du kennst, bis zu seinem Ursprung entgegenschreitest, so kommst du an einen Felsen. Dort wirst du eine Höhle finden, welche das Volk die Wichtleinshöhle nennt. Und vor dem Eingang blüht die Blume Herzfreude. Aber nur am Trinitätssonntag, um die Stunde des Sonnenaufgangs. Und wer dann zur Stelle ist, der kann die Blume pflücken. Hast du alles verstanden? Vollkommen. So gehabt dich wohl, sprach das Männlein, bestieg sein geflügelt Reittier und entflog durch das offene Fenster. Der Magister rieb sich verwundert die Stirn und schüttelte den Kopf. Dann vertiefte er sich in einen Folianten, der war in Schweinsleder gebunden. Ein paar Tage nach diesem Ereignis saß zur Abendstunde vor der Wiesenmühle die schöne Müllerstochter und neben ihr die Großmutter. Die Spinnräder schnurrten und die Alte erzählte von Frau Perster, die den fleißigen Spinnerinnen Flachsknoten schenkt, welche sich hernach in gelbes Gold verwandeln, und von ähnlichen Wunderdingen mehr. Auch von dem schlafenden Mann berichtete sie, der in der Wichtleinshöhle sitzt. Alle 100 Jahre wird er sichtbar, und wenn dann eine Jungfrau den schlafenden Mann dreimal küsst, so ist er erlöst, und zum Lohn wird der Jungfrau ein Schatz zu eigen. So erzählte die alte Frau, und das schöne Mädchen hörte zu und spann das Märchen weiter, wie den Flachsfaden, den ihre weißen Finger drehten. Am Himmel zogen die Sterne auf, und weil es die Zeit war, da der Holunder in Blüte stand, so überkam die Augen der Jungfrau süße Mattigkeit. Sie suchte ihre Kammer auf und ging zur Ruhe. In der Nacht war es ihr, als träte zu ihr ein kleines Männlein, das trug ein grünes Röckchen und eine goldgelbe Kappe. Und der Kleine sah gar freundlich aus und sprach zu dem Mädchen: »Du Glückskind! Dir und keiner anderen ist der Schatz der Wichtleinshöhle beschieden. Morgen ist der Tag, da der schlafende Mann sichtbar wird. Um Sonnenaufgang sitzt er schlummernd am Eingang der Höhle, und wenn du dich nicht fürchtest und ihn herzhaft dreimal auf den Mund küsst, so hast du den Zauber gebrochen und den Schatz gewonnen. Hüte dich aber wohl bei dem Erlösungswerk, ein Wort zu sprechen oder auch nur einen Laut von dir zu geben. Denn sonst versinkt der schlafende Mann 3000 Klaster tief in der Erde und muss wieder 100 Jahre seiner Erlösung harren.« So sprach der Wicht und verschwand. Das Mädchen aber erwachte aus dem Schlaf und rieb sich die Augen. Ein süßer Duft wie von frischem Heu erfüllte die Kammer, und durch den Einschnitt des Fensterladens blickte der grauende Morgen. Da erhob sich die mutige Jungfrau von ihrem Lager und kleidete sich an. Leise verließ sie Kammer und Haus und schritt mit geschürztem Gewand durch das betaute Gras der Wichtleinshöhle zu. In den Zweigen regten sich bereits die Waldvögel und stimmten noch halb verschlafen ihre Kehlen. Der weiße Nebel sank zu Boden und zog in Streifen über die Wiesen, und die Spitzen der Tannen färbten sich golden. Da stand die schöne Müllerstochter am Eingang der Höhle, und richtig, da saß, wie es das Zwerglein vorausverkündet hatte, auf einem bemoosten Stein der schlafende Mann. Beinahe hätte das Mädchen einen lauten Schrei getan, denn der schlafende Mann sah genauso aus wie der Magister. Sogar eine graue Brille trug er auf der Nase. Zum Glück erinnerte sich noch die Jungfrau an die Mahnung des Zwerges, und lautlos, mit hochklopfendem Herzen, näherte sie sich dem Schläfer, um das fromme Erlösungswerk zu verrichten, und es wollte ihr gar nicht so schrecklich vorkommen, als sie es sich zuvor gedacht hatte. Leise beugte sie sich über den Schlafenden und küsste ihn auf den Mund.
Da machte der Mann eine Bewegung, als ob er erwachen wollte. Das Mädchen küsste ihn zum zweiten Mal. Da öffnete der Mann seine müden Augenlider und sah die Jungfrau durch die grauen Brillengläser geisterhaft an. Aber sie blieb standhaft und drückte den dritten Kuss auf seine Lippen. Da fuhr der Erwachte mit solcher Hast von seinem Sitz empor, dass ihm die Brille von der Nase glitt und auf dem Steinboden zersplitterte. Und er sah wieder nach langer Zeit sonnenbeglänztes Frühlingsgrün, bunte Blumen und blauen Himmel und mitten in all der Herrlichkeit ein Mädchen, schön wie eine Maienrose und schlank wie eine Lilie. Und er umstrickte ihren Leib und gab ihr die drei Küsse zurück, und diesen folgten andere, ungezählt. Auf einer goldgelben Butterblume aber saß der Wiesengeist Ranunculus und strampelte vor Freude mit den Beinchen. Dann sprang er herunter, dass die Blume in ein heftiges Schwanken geriet, und ging seinen wichtigen Geschäften nach. Er hatte Wort gehalten. Der Magister hatte seine Herzfreude gefunden und die schöne Müllerstochter ihren Schatz.